Als Raumausstattermeisterin braucht man auf jeden Fall handwerkliches Geschick, gerade weil das Raumausstattersein viele verschiedene Berufe ineinander vereint, also das Bodenlegen, das Tapezieren, das Polstern und auch das Nähen. Ich bin Mareike Weigand, 26 Jahre alt und seit einem Jahr Raumausstattermeisterin. Ich habe Abitur gemacht und habe dann gedacht, ich möchte gerne Innenarchitektur oder Architektur studieren. Dann habe ich ein vierwöchiges Praktikum beim Raumausstatter gemacht und habe dann während dem Praktikum gemerkt, dass das halt voll mein Ding ist. Habe mich dann auf die Ausbildung beworben und habe dann anstatt dem Studium in dem Herbst dann die Ausbildung angefangen. Ich arbeite als Meisterin jetzt hier fest angestellt in der Polsterei. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich eigentlich einfach noch mehr Berufserfahrung sammeln will, weil ich halt den Meister doch sehr jung gemacht habe. Hallo. Und auch einfach noch mal den Kundenumgang erstmal lernen möchte, bevor ich mich jetzt direkt selbstständig mache. Es ist halt toll, dass man auch am Ende des Tages einfach sieht, was man gemacht hat. Dass man auch Ideen vom Kunden umgesetzt hat und man halt auch jemanden zufriedenstellt mit seiner Arbeit. Das Kissen soll das ganze Raumausstatterhandwerk symbolisieren, also einen Raum, in dem der Boden gelegt worden ist, die Wände tapeziert worden sind und auch bis hin zum Sofa, wo das Kissen am Ende drauf liegt und wo der Raumausstatterhandwerker sein ganzes Gewerk ausüben konnte.